Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sekiro. Und wir befinden uns immer noch hier oben, weil wir noch ein paar Gegner hier unten haben, die wir erledigen müssen. Welchen Auftrag wir im Moment haben, weiß ich noch gar nicht. Also es ist so, dass wir natürlich das Kind und den Herrn wieder befreien müssen. Und ich hoffe, dass wir das auch uns gelingen wird. Aber ich konnte auf jeden Fall zumindest schon mal hier speichern, was schon mal super ist. Und jetzt werden wir uns mal den anderen Leuten erledigen. Wir wissen ja, dass da vorne dieser kleine Feuerteufel sitzt. Gucken wir, ob wir den mal... Der Typ ist ja da oben gefangen und der mag ja kein Feuer. Ich glaube, wenn wir die beiden da unten erledigen, dann haben wir das Problem, dass der Feuerheini uns sozusagen schnappen wird. Hier drüben sitzt auch noch einer da hinten. Weiß nicht, ob es ein Kämpfer ist oder ob er einfach nur da so sitzt. So, warte mal. Schaffe ich es da rüber zu springen? Ja, geschafft. Kügelchen, oh, perfekt. Ach, der Falsche. Eieiei. Ich weiß nicht, ob wir den da oben befreien sollen. Ist der lieb oder ist der böse? Da bin ich mir ein bisschen überfragt. Na gut. Maybe? Lass ihn da oben noch kurz hängen. Irgendwas ist doch hier noch. Warum ist irgendwas? Was ist denn das? Ein Wolf oder was ist das? Der hat uns zwar gesehen. Das ist so ein blöder. Keine Ahnung, ob wir den töten mussten oder nicht. Aber er hat mich ja zumindest gesehen, ne? Komm hier runter? Und da kommen wir hier runter. Kurz gucken, was ist. Ja, okay, hier können wir wieder so ein bisschen. Wahrscheinlich kann man da irgendwas finden wieder. Ein paar Geheimnissen auf den Grund gehen. Aber das machen wir jetzt nicht. So, ich mal gucken, was das hier unten für ein Typ ist. Mal reden. Ich kenne euch. Ah, ihr seid der edle Shinobi. Ich habe euch seit dieser Nacht nicht mehr gesehen. Jene Nacht? Was denn für eine Nacht? Welche Nacht? Erinnert ihr euch nicht? Nein. Nee, ich erinnere mich an gar nicht mehr. Verstehe. Ihr entsinnt euch nicht. Hört zu, mein Herr. Wir beide sind uns schon einmal begegnet. Okay. Damals war ich noch ein Dieb. Aber diese Tage sind vorbei. Jetzt bin ich ein aufrichtiger Händler. Das einzige Problem ist, ich bin pleite. Und wenn man pleite ist, kann man nichts verkaufen. Würdet ihr mir also vielleicht ein paar Münzen borgen, damit ich mein Geschäft ankurbeln kann? Ich werde etwas für euch Nützliches bevorraten. Und als kleines Dankeschön berichte ich euch von dieser Nacht. Was meint ihr? Haben wir eine Abmachung? Ich glaube, das kann was bringen, aber ich... Ach komm, Information für 10 Cent kaufen, machen wir einfach mal. Hier sind ein paar Münzen. Danke, werter Herr. Jetzt rede. Ja, ja, natürlich. In dieser Nacht brach meine Bande in das Hirata-Anwesen ein. Wie ihr wisst, gehört die Hirata-Familie zu Ashina. Im Normalfall verspeist sie Diebe wie uns zum Frühstück. Wir brachen zufälligerweise während eines Kampfes ein. Fast alle jungen Samurai hatten das Haus verlassen. Das war eine großartige Gelegenheit. Dann entzündeten wir ein Feuer und räumten alles aus.
Genau da habe ich euch getroffen. Ihr wart auf der Suche nach etwas. Zumindest sah es für mich danach aus. Mehr weiß ich auch nicht mehr von jener Nacht. Ich verstehe. Ja, genau dieser Blick, den ihr gerade macht, den hattet ihr auch in dieser Nacht. Sucht ihr noch immer etwas? Hört zu, mein Herr. Für ein bisschen Geld könnte ich euch noch ein paar Dinge erzählen, die sich als nützlich erweisen könnten. Gegen Bezahlung. Ich bin nun mal ein Händler. Machen wir nochmal, oder? Ich mach's einfach nochmal. Mal gucken, was passiert. Ich möchte Informationen kaufen. Vielen Dank für die Zuwendung. Da ihr ein Shinobi seid, gebe ich euch ein paar Informationen über Shinobi-Module. Ich bitte darum. Ich habe dieses Rohr gesehen. Ein Rohr, aus dem Feuer geschossen wird. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, schnappte es sich einer meiner Kumpel. Das ist das Geräusch, wenn das Feuer herausschießt. Lammlauf-Memo. Eine zerfetzte Notiz von Anayama. Sie scheint einige Jahre alt zu sein. Lukrative Emotion Nummer 36. Als wir in das Hirata-Anwesen einbrachen, fanden wir einen Lauf, der Flammen spuckte. Die Jungs haben damit ein Lagerfeuer entfacht und einen über den Durst getrunken. Es war sicher eine Art Shinobi-Modul. Ein feuerspeiendes Rohr im Hirata-Anwesen. Das merke ich mir. Okay. Noch mehr? Ich erstehe neue Waren mit euren Münzen. Etwas, worauf ihr euch freuen könnt, mein Herr. Okay, also. Rühren wir mal. Dieser Mann war aus Hirata. Ich muss meinen Respekt erweisen. Kuro-sama. Emma-sama. Gibt es andere Hirata-Überlebende? Es gibt nicht mehr viele von uns. Ich verstehe. Das tut mir leid. Es wird immer jene geben, die das Drachenerbe suchen. Das war ihr Schicksal. Wegen meiner Verfolger. Ich wollte sie nicht hineinziehen. Aha. Jetzt kann man sich auch mal irgendwas angucken. Das ist natürlich auch interessant. So, also ich glaube. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir kommen hier nicht weiter, wenn wir nicht. Wir werden wahrscheinlich irgendwie müssen wir an den Typen vorbei. Oder wir müssen hier. Ich weiß nicht, es ist so offen alles. Ne? Man kann nicht so viel machen. Guck mal, da hinten steht so ein Feuertyp wieder. Die haben noch Gegner, ich kann sie leider jetzt gerade nicht sehen. Ist ja Quatsch, von hier sind wir ja gekommen. Wir können den nochmal töten, aber es wäre ja Quatsch. Ja, okay. Jetzt habe ich es auch gescheckt. Tut mir leid. Wie lange gedauert hat. Ja, wir müssen auf jeden Fall da längs. Und ihn irgendwie. Ich weiß nicht, Mann, der Typ da oben, der sieht so wild aus. Ich muss hier gerade was essen nebenbei, das tut mir echt leid. Aber mit Feuer könnte man ihn besiegen. Wir wissen jetzt, dass Hirata anwesend hat Feuer. Bringt uns das was gerade? Fällt mir auf. Müssen wir bei dem vorbei? Ist auch erst da irgendwas? Man kann auf diesen Ast drauf, ja. Wie kommt man da hin? Da drüben kann man auch irgendwie rüber, glaube ich. Okay. Angeketteter Oger. Okay. Hui. Können wir mal angucken von hier oben. Der macht natürlich noch kein Feuer. So viel wissen wir. Komm, geh. Bringt gar nichts, ne? Ja.
Okay, Greifangriffe können nicht pariert werden. Schaden lässt sich nicht vermeiden. Doch wenn du wegspringst oder sprintest, kannst du Greifangriffe vermeiden. Manche Greifangriffe kannst du auch mit einem gefeinten Ausweichschritten geben. A plus L in beliebige Richtung springen, aber sprinten. Monstermäßig. War da nicht irgendwas mit Feuer? Oh. Shit! Das ist voll der Wrestler. Okay, wir können nicht so viel machen bei dem, ne? Muss man den? Den muss man wahrscheinlich killen. Aber was können wir tun? Ich habe jetzt auch nichts Feuriges, was ich da entgegenwerfen kann. Nur diese Dinger da, die bringen uns natürlich nicht so viel. Noch was anderes, was wir machen können? Bei dem Händler waren wir jetzt schon, ne? Oder? Alter Schwede! Doch übertrieben so ein bisschen. Ne? Und dann müssen wir mit dem Händler normal reden, auch wenn wir gestorben sind? Ich habe bereits auf euch gewartet. Ich habe mit euren Münzen neu... Los! Gönnt! Was war denn da? Mal gucken. Vielleicht haben wir ja irgendwas zu verschmeißen können. Feuermäßig oder so. Nee. Wir haben 124. Okay. Was denn? Ein Kunai des Schmetterlings zum Verbessern des geladenen Wurfstellens. Beim Werfen ertönt eine Klinge. Okay. Den können wir uns eh noch nicht leisten. Da brauchen wir richtig viel Asche für. Na, noch können wir nichts kaufen. Ach, übrigens, mein Herr, ich möchte euch etwas verraten. In Ordnung. Na? Ich möchte mein Geschäft erweitern. Niemand weiß, wann Ashina fallen wird. Man könnte es als sinkendes Schiff bezeichnen. Mit anderen Worten, eine sich bietende Gelegenheit. Deshalb möchte ich euch um einen Gefallen bitten. Na? Was ist los? Könntet ihr herausfinden, was die Ashina-Samurai gerade gebrauchen können? Ihr verratet mir das und ich kann es an sie verkaufen. Ihr seid ein Shinobi. Ich möchte wetten, ihr habt gute Ohren, wenn es darum geht, Informationen vom Feind zu erhalten. Helft doch bitte einem armen Händler. Können wir machen? Gucken wir mal. So. Nervt mich ein bisschen. Also der Typ ist natürlich echt wahnsinnig stark. Gehe ich zurück jetzt? Und gucke, ob ich irgendwas anderes bekommen kann. Gehe ich einen anderen Weg, um zu gucken. Das machen wir einfach mal. Wir haben ja so ein paar Sachen. Wir gehen mal hier hoch zu dem... Okay. So. Dann reiten wir einmal darüber. Wir haben ja das Wildnis hier und dann reisen wir. Und zwar erstmal zum Marodenkoppel. Ich glaube, der ist noch zu hart, der Gegner, aber ich weiß es nicht.
natürlich gut ausweichen, aber vielleicht kann ich ja hier noch irgendwas Neues bekommen. Wahrscheinlich nicht. Achso, warte mal, nee, machen wir gar nicht. Und jetzt sind wir sind das letzte Mal. Hier kommt man, kam man nicht weiter. Hier sind wir dann reingegangen. Ist richtig? Genau. Da sind wir oben längs gegangen. Wenn wir jetzt mal einen anderen Weg gehen, und zwar da hinten längs, vielleicht finden wir ja was anderes da. Mal den Weg nehmen. Also ich dachte, muss ich kämpfen? Nee, muss ich nicht. Hm. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Hm. Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht... Bitte, ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Wie bitte? Na los. Wie ich dachte, ich lebe noch. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es untot, andere infiziert. Ich kann nicht sterben. Also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Na? Okay. Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Training. Was üben wir nochmal? Lass mal die Angriffe. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Ein Shinobi will die Haltung zum Beispiel durch Angriffe durchbrechen. Ein Feind mit durchbrochener Haltung ist für einen Shinobi-Todesschlag anfällig. Führe nach dem Durchbrechen der Haltung 3 Todesschläge aus. Gegen mich. Nochmal. Okay, das wissen wir ja schon. Das war ein guter Kampf. Jetzt können wir auch noch ein bisschen anderes Training machen. Training und zwar parieren. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Okay, da kann man ein bisschen üben mal vielleicht. Ein unerbittlicher Angriff reicht nicht immer, um die Haltungsweise. Parieren gegnerische Angriffe, pariere feindliche Treffer und führe 3 Todesschläge aus. Okay. Nochmal. Na komm. Alter! Ist doch eng. Stimmt etwas nicht. Na, warte mal. Komm her, du Penner. Okay. Das ging auch ganz gut, ne? Das war ein... Wir brauchen ein paar Tricks für die ganz harten Gegner irgendwie. Hat er sowas auch?
Ausweichschrott. Wenn das so ist, bin ich. Weiche Angriff aus dem Greifen und lande drei Todesschläge. Okay. Was mache ich denn? Wollte ausweichen. So, jetzt aber. Was ist los? Ei, man muss richtig, man muss echt das Timing stimmen, ne? Kämpft erneut gegen mich. Oh, was macht er denn da? Den miesen Trick. So, okay, den kann er auch, den muss ich auswählen, ne? Komm mal. Ey, Mann, was ist denn das für ein miesen Angriff, den er macht? Stimmt etwas. Ja, das stimmt erst nicht. Ich bin nämlich zu blöd gerade. Also, ich muss genau sehen, wann er da. Ey, wann greift er mich denn an da? Dieses Teil, irgendwie. Nochmal. Gut. Das war ein guter Kampf. Wir üben hier nur. Aber sollten wir vielleicht etwas versuchen, das mehr wie ein echter Kampf ist? Greift mich an, um mich zu töten. Besser könnt ihr euch nicht auf den Ernstfall vorbereiten. Was ist los? Warum tut ihr das alles für mich? Zum einen, um die Zeit totzuschlagen. Und zum anderen, naja, ich würde gerne eure Sorgenfalten glätten. Genug geredet. Fangen wir an. Halt. Lasst uns beginnen. Ja. Ah. Na gut. Okay, pass mal auf. Lasst uns beginnen. Nein, abbrechen. Ja. Oh, ihr seid, ja, ihr könnt kurz an. Was gab's da noch da? Ah, guck mal da. Parierkette. Wenn das so ist, bin ich euer Ge. Okay, gucken wir mal uns das an. Wenn du einmal parierst, endet der Angriff des Feindes nicht immer. Kontra anderes folgen mit Parierkette, um den generischen Haltung Schaden. Okay. Okay, aber man weiß ja auch nie, wie oft das Ding zuhaut, oder? Sehr gut gemacht. Dann bin ich verkehrt. Na gut. Was gibt's denn noch hier? Vitalität und Haltung. Wenn das so ist, bin ich. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer holt sich die Haltung. Reduziere die Vitalität bei scheinbar als unzerstörbare Haltung mit Ausweichskonterangriffen, um die Haltung leichter zu durchbrechen. Lande drei Todesschläge. Nach Ausweichschritt? Ah, okay. Versuchen wir mal. Blöd. Ist die nicht auch blöd? Stimmt etwas nicht?
hervorragend. Okay. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Gut, gut. Stoßangriffe kontern. Wenn das so ist, bin ich... Stoßangriffe lassen sich nicht abwehren, jedoch können sie durch Parieren oder in Ausweichschritt gekontert werden. Kontere, wenn Stoßangriff trifft, parieren, Ausweichschritt, okay. Cool, aber... Sehr gut gemacht. Was gab's da noch? Rundumangriffe konnte. Wenn das so ist, bin... Um Rundumangriffen auszuweichen, musst du über sie hinwegspringen. Wenn einer Sprung tritt, kannst du dann die Haltungsfalle schwer treffen, was oft zu einem Totenschlag führt. Okay, springe einen Sprung beim feinen Sprungtritt. Nein. Okay. Nein. Angewandt. Lasst uns beginnen. Ja. Okay. Das war wieder ein guter Kampf. Für einen guten Zweck, getötet zu werden, war erfrischend. Aber bitte, geht es etwas langsamer an. Das schmerzt tatsächlich. Okay. Wir bedanken uns mal. Ich danke euch. Was meint ihr? Ich bin euch sehr dankbar dafür, diesen Schmerz für mein Wohl ertragen zu haben. Ihr müsst mir nicht danken. Ich weiß, was ich gesagt habe. Aber ich bin an den Schmerz gewöhnt. Ich verstehe. Was? Ich bin nur froh, dass mein Fluch jemandem nützt. Vielleicht ist mein Dasein doch nicht sinnlos. Das kann nicht sein. Habt ihr es bemerkt? Dieser Tempel zieht diejenigen an, die nicht wissen, wohin. Das stimmt. Auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Und das bleibt nicht folgenlos. Manchmal landen interessante Dinge im Gabenkasten. Okay. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen.
wenn ihr Techniken ausprobieren möchte. Hier, Gabenkasten, guck uns den Gabenkasten an. Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Weg hineingefunden. Okay. Und dann sind sie leer. Und hier kann ich jetzt nicht so viel machen anscheinend. Gut. Also müssen wir diesen anderen Weg leider gehen. Ich will mal gucken, ob er noch irgendwas für uns hat hier, was Neues. Vielleicht ist da irgendwas, was wir mit ihm reden können. Was ist los? Sieht so aus, als wäre deine Kampfeslust zurückgekehrt. Du bist jetzt ein größerer Shinobi als jemals zuvor. Wenn auch nur ein bisschen größer. Nimm das. Shinobi Esoterik-Text. Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste, wie Angriffe in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Bewegungen sind den Samurai nicht möglich. Was ist das? Shinobi-Techniken. Darin sind Kampftechniken aufgezeichnet, die nicht von Samurai ausgeführt werden können. Gerade gelesen. Ob du sie einsetzt oder nicht, hängt ganz von dir ab. Shinobi sind nicht die einzigen mit eigenen Kampftechniken. Wenn du die Eredem zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeiten im Fähigkeitsmenü der Figur des Bildhauers erwerben. Für jeden besiegten Feind erhältst du Fähigkeitserfahrung. Hast du genug davon, erhältst du Fähigkeitspunkte zum Freischalten von Fähigkeiten. Okay, jetzt, wie viele Punkte haben wir denn? Kann ich mit ihm reden? Ich kann das Läuten einer Glocke hören. Ja, genau. Diese alte Glocke? Genau. Meine alte Frau sagte, ich soll sie als Opfergabe darbringen. Diese Glocke, hast du sie schon einmal gesehen? Nein, ich erinnere mich nicht. Es scheint, dass die Glocke anderer Meinung ist. Ich glaube, sie versucht, dir etwas zu sagen. Was? Biete sie als Opfergabe dar. Der gütig blickende Buddha bei der Wand unterscheidet sich von den Buddhas, die ich mache. Er wurde vom wahren Bildhauer erschaffen. Ich habe keine neue. Entschuldigung. Okay. Wenn du deinem Fangzahn noch mehr Formen verleihen musst du mehr. Für dich gibt es jetzt kein Zurück. Das Mindeste, was ich für dich tun kann. Wir lassen uns diesen Butter gehen. Was passiert? Das ist die Glocke. Sieht ein bisschen aus wie diese Hasenglocke von dem Lind Osterhasen. Schließ die Augen. Hör die Glocke sprechen. Jetzt sagt die Glocke, hallo. Das Glockenläuten leitet deine Gedanken und erweckt alte Erinnerungen aus dem Schlaf. Okay. Drei Jahre zuvor. Oh. Oder auch nicht, oh. Gleich hingehen und können wir jetzt jedes Mal wieder zurück in die Zeit reisen? Das Menü Fähigkeiten erwerben wurde im Figur des Bildhauers Menü freigeschaltet. Du kannst diese neue Fähigkeiten erlernen, indem du Fähigkeitspunkte in diesem Menü ausgibst. Okay. Wir rasten trotzdem mal kurz. Bin ich jetzt sicher? Fähigkeiten erwerben. Ich glaube, können wir gar nicht, ne? Es gibt drei Arten von Fähigkeiten. Kampfkünste, Shinobi-Kampfkünste und latente Fähigkeiten. Kampfkünste musst du ausrüsten. Shinobi-Kampfkünste und latente sind immer aktiv, nachdem du sie erworben hast. Aber ich habe da noch gar nichts. Ach, ich habe schon einen Punkt. Okay, was ist das denn? Ein wirbelnder Angriff, der mehrere Feinde auf einmal treffen kann. Der scharfe Schnitt kann ihnen mit der Kraft des Wirbels Schaden zufügen, auch wenn sie abwehren. Eine gute Schnitt, die um sie einen Weg durch viele... Okay. Dann erwerben wir die mal.
Wie funktioniert die? L plus R, Wirbelwindhieb. Eine Kampfpause mit Körperdrehung. Okay. Ich brauche die Gebetsperlen, stimmt. Kampfkünste. Kampfkünste sind Spezialangriffe, die auf den Stärken des Kampfes beruhen, in dem sie gehören. Zum Benutzen werden sie im Ausrüstungsmenü ausgerüstet und durch das Fähigkeitsmenü oder besonders R, dabei RB, dabei LB halten, ausgerüstet Kampfkunst ausführen. Okay, ausgerüstet werden. So, einmal ausrüsten. Erlangte Fähigkeiten sind in Fähigkeiten sind einsetzbar. Die Kategorien kannst du mit L und TRE wählen. Okay. Wer befindet hier? Warum hab ich gerade gewählt? Also. Da. Okay, jetzt haben wir den. Gut. Wow, der sieht cool aus. Braucht er irgendwas? Scheinbar nicht. Können wir hier links? Können wir hier was machen? Oder ist es einfach nur so ein Gebiet? Ach, das ist hier Rathanwesen. Aber da können wir nicht. Und hier aus können wir da nicht einfach hin, ne? Anscheinend schon. Okay, sollen wir da mal runtergehen? Das haben wir jetzt ja gerade gelernt. Macht Sinn, oder? Handflasche. Hier ist doch jemand, der sitzt da. Er stöhnt. Ja, was ihr los? Seid der Sohn des Uhus. Hus? Was ist geschehen? Diebe. Beim Hirata Anwesen. Schnell, ihr müsst den göttlichen Erben. Welches Jahr haben wir? Welches Jahr? Seltsame Frage. Antwortet. Es ist das Jahr der Drachenquell-Pilgerreise. Drachenquell-Pilgerreise. Das war vor 3 Jahren. Was ist das? Der Bildhauer sprach von einer alten Erinnerung. Ich erinnere mich an nichts davon. Doch es scheint, als sei dies die Vergangenheit. Die Drachenquell-Pilgerreise. Das war vor 3 Jahren. Was ist der Bild? Ich erinnere es schon. Okay, müssen mal gucken, den ich suche. Was für ein fetter Fisch. Ich glaube, das ist doch da, wo der Händler auch eingebrochen ist, oder? Bin ich verkehrt? Guck mal, hier ist noch was versteckt, das sammelt auch noch schnell ein. Löschpuder, Medizin zur Behandlung von Verbrennungen, heilt die Brennenstatusanomalie und verringert kurzzeitig eingesammelte Verbrennung, versteckt Widerstand gegen Verbrennung und reduziert den Schaden durch erlittene Verbrennungsangriffe. Gut. Oh, hier hinten ist eine Tür. Kann ich da rein? Ah, guck mal, dann kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Hinterhalt kommen. Das kann ich wahrscheinlich nicht, aber ich muss ihn da irgendwie gleich mal. Der wird wahrscheinlich mit Feuer anfangen, irgendwas zu machen. Warte mal kurz ab. Kann er die Leiche eigentlich nicht sehen? Oder will er die nicht sehen? Na, dann dreht er sich gleich um. Da stehen der Spast.
Verbrennung ist uncool, merke ich gerade. Aber mit Feuer muss man auch erstmal umgehen können, ne? Okay. Der Hund hing da ein bisschen fest in der Seite, ne? Was ich nehmen kann, außer meinen. Hier sind einige, da unten ist aber auch noch ein. Ach, guck mal, das ist ein kleiner Buddha. Warte mal kurz an. Bleib da stehen. Gut, dann rasten wir hier kurz. Ich glaube, es ist auch der perfekte Ort, um wieder ein kleines Päuschen zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und wenn ihr noch nichts tut, folgt mir doch bitte, liked es. Und wenn ihr Lust habt, freue ich mich wieder auf euch. Bis dahin. Tschüss und eine schöne Nacht.